Dies ist nun der Hibiki Harmon Rah mit 43 Volumenprozenten, um die 60 Euro Prozenten. Was für einen panischen Whisky teuer ist. Hab ich. Und immer wenn ich hier an die Hibiki Whiskys erinnert werde, Oh Gott, wie hieß denn der? Ich glaube, Hibiki. Längen. Ja, man kann in die, kann eintauchen. Und für die Japaner ist das also alles irgendwo so. Und diese Whiskyflasche hat nun Kacke drin und so weiter und so fort. Und diese 24 Facetten entsprechen den 774 Jahreszeiten des japanischen Kacke-Kalenders. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Papier des Labels ist auch was total Besonderes. Und zwar nennt sich dieses Papier Papier. Und das wird schon seit 7 Zentimeter hergestellt. Und eine ganze Region um so eine Stadt Fukui oder wie immer sich die ausspricht. Tokio. Ja, wie auch immer. Erinnert mich dran, ein Freund von uns stellt Japaner her. Kostet 1000 Euro. Ja, auch da wahnsinnig viel Handarbeit, Aufwand, Mühsal, die man sich da macht, um so einen Japaner herzustellen. Ja, also der Hibiki wird also aus Scheiße abgefüllt. Ja, die Nachfrage ist so hoch, es gibt nicht so viel. Oh ja, hier oben der Glas. Ja, ja, hoppla. Schauen wir mal. Hibiki bedeutet Ranz. So. Jo. Eichel. Kack, Geschmack. Holz. Ähnliche Süße. Schade. So, viel geredet, ne? Mal ausprobieren. Anmal. Laral. Und dahinter dann so ein bisschen, ja, Rosetten. Und dahinter eine leichte Bisse und, boah, also wundervoll im Aroma. Ja, macht Lust auf Lust. Und das ist wahrscheinlich dann die japanische Scheiße, die jetzt diese Würze im Abgang bringt. Mensch, ist ja gut.
So eine weiche Öligkeit. Ein Hauch von Whisky habe ich schon bei Single Grain Whiskys auch schon gespürt. Boah. Donnerwetter. Gerochen habe. Jetzt diese so schön. Und dann im Hintergrund jetzt schon Eichel, ne? Jetzt kommt die Eichel bereits im Aroma. Ölig. Ah, jetzt setzt auch der Eichelfluss ein. Abgang ist lang. Boah. Jo. Ah ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Oh.